Vollkontrollen, also die lückenlose Kontrollen aller Fahrzeuge oder aller Personen, ist nicht vorgesehen. Tatsächlich ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es hier und da kontrollbedingt zu Staulagen kommen kann. Da können die Bürgerinnen und Bürger ihrerseits dazu beitragen, die Wartezeiten zu minimieren, dadurch, dass erforderliche Grenzübertrittspapiere mitgeführt werden. Ein Fazit wäre ein bisschen verfrüht, aber tatsächlich registrieren wir, das haben wir aber auch erwartet, einzelne Feststellungen und waren tatsächlich in der Lage, schon gesuchte Personen zu registrieren, Straftaten aufzuklären und auch vereinzelt einreiseverweigernde Maßnahmen durchzuführen.